Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Ganz kurz zum Anfang, du siehst heute wieder sehr gut aus, muss ich sagen. Ich wollte so sagen, ich habe mich gerade selber überrascht, wie gut du aussiehst heute. Freunde, ich bin wieder sehr gut drauf. Wir haben eine ultimative, coole Collaboration hier am Start. Katja Ehle von Luna, drei Powerfrauen. Von Luna kenne ich noch nicht allzu viel, sie hat, glaube ich, erst 4, 5 Songs, einige Cover hochgeladen. Und ihr Song Verlierer ist absolut durch die Ecke gegangen. Und ich habe mich auch ein bisschen in den Song und vielleicht auch in sie verliebt. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Ihr seid eine unfassbar schöne Stimme, ihr seid eine unfassbar unique Stimme. Und ich habe von Verlierer obviously den normalen Song gehört und die Live-Version von ihr. Und es ist einfach krass, wie sie auch live performen kann und wie sie klingt. Und das ist wirklich für mich eine Künstlerin, wie sie im Buche steht. Und es freut mich so unglaublich sehr, dass jetzt Elif und Katja auf sie zugekommen sind und dass sie jetzt gemeinsame Sache machen hier mit Highway in der Live-Session. Ich bin ultimativ gespannt, Freunde. Falls ihr meine Highway-Reaction nicht gesehen habt, oben im i findet ihr sie genauso wie ein paar Reactions zu Bad Moms J mit Kasi mit der neuen Song. Hat mich auch geflasht, wie nichts anderes. Von Shirin David, Babsy Bars. Schaut euch das gerne an, Freunde. Ich bin gerade unglaublich glücklich, wie viele krasse, starke weibliche Künstlerinnen wir hier haben, die nicht nur Deutschland representen, sondern auch einfach die Frauen sehr gut representen. Und ich finde es einfach schön, dass wir gerade so viel verschiedenen Stuff haben, der kommt. Und dass wir, keine Ahnung, einfach mehr weibliche Präsenz haben, gute weibliche Präsenz haben. Und ich freue mich sehr darauf, Freunde. Jetzt haben wir Katja Ehle von Luna mit Highway in der Live-Session. Wir hören rein. Ich habe noch nichts davon gehört, aber alle, meine Freunde und mein Bruder eben auch im Auto, haben mir nochmal gesagt, Bro, du wirst Gänsehaut haben. Es ist ultimativ nice. Ich freue mich sehr drauf. Wir hören rein, Freunde. Let's go. Oh. Freunde, ganz kurz. Wait. Wartet. Freunde, ihr wisst, was kommt. Poster. Poster. Ein Poster, wo sie sich so diese eine Screenshot, wo sie sich so in die Augen gucken. Poster. Das ist einfach, ich sag's, wie es ist, Freunde. Das ist auch wieder ein Poster. Oh. Ich bin wieder viel zu schnell. Wisst ihr, was ich meine? Ich spüre den Wind, denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Damn! Ich hab wirklich direkt Gänsehaut, Mann. Kann man das sehen? Ich hab wirklich Gänsehaut direkt. Oh, ich find's auch so schön, dass Luna auch das Piano hier spielt. Ich spüre den Wind, denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Ihre Stimme ist so fucking einzigartig, Mann. Und ich seh, die Sonne spiegelt sich in der Chopin. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Oh, dieser kleine Voice Crack bei dem Auf. Wie viel Kontrolle sie über ihre Stimme hat, ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Oh. Schon verrückt, was passiert ist. So war das nicht vor ein paar Jahren. Oh. Auch wenn es manchmal zu. Elif, auch schöne Frau, Freunde. Ich sag's, wie es ist. Oh, Elif, auch schöne Frau. Der Einstieg von ihr, ein bisschen langsamer als in der originalen Version, passt sehr, sehr gut zu dem Piano. Schon verrückt, was passiert ist. So war das nicht vor ein paar Jahren. Ah. Auch wenn's manchmal zu viel ist. Nehm den Fuß, ich vom Gas. Handschuhfach ist voll mit 100.000 Bar. Das alles hat keinen Wert, seit sie sagt, Mama ist krank. Oh, das hittet anders, wie sie das gesagt hat. Wie sie sich nochmal eine extra Pause genommen hat. Daran sieht man auch erstmal, hier ist 100% alles live. Obviously, weil nichts, was jetzt so gesungen wurde, ist so in der originalen Version gesungen. Diese kleine Pause, wie sie in die Kamera guckt und sagt, das ist alles kein Wert mehr, seit sie sagen, Mama ist krank, ist krass. Und wir brauchen nicht darüber reden, wie krass Elif live am Delivern ist. Schaut euch gerne meine Reactions zu den Nacht-Sessions an. Sind auch oben im i welche verlinkt. Da seht ihr alles, was ich zu sagen habe eigentlich. Es ist einfach krass, wie sie live performt. Tausenden Bar, das alles hat keinen Wert, seit sie sagt, Mama ist krank. Meine Träume wurden wahr mit der Zeit. Mein Ex-Freund schreibt mir, es tut ihm heute leid. Ja, ich weiß, du wärst so gern. Wie nice, dass Katja das im Hintergrund am Dabbeln ist leicht. Man hört es. Mein Ex-Freund schreibt mir, es tut ihm heute leid. Ja, ich weiß, du wärst so gerne dabei. Ich glaub, ich bleib. Sie hätten sich niemand besseren holen können als Luna. Ah, ich habe sie so in mein Herz geschlossen, weil ich kenne, wie gesagt, nur diesen einen Song von ihr, habe in einem anderen reingehört. Aber dieser eine Song ist so krass und so powerful und I don't know, es ist einfach eine schöne Kombination von denen. Und ich spüre den Wind, denn nur so wird
fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Oh, Elif im Hintergrund jetzt. Und ich seh, die Sonne spiegelt sich in der Chopin. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Oh, Freunde, Katja kommt jetzt. Ich bin so gespannt auf Katja. Ich freue mich. Okay, okay. Sie hassen mich und ich liebe es. Ohne Nike kein Erfolg. Jetzt wollen sie mich verbieten. Doch die Venues sind voll. Meine Brüder schauen von oben zu. Ich schwöre, ich mache euch stolz. Ey, Katja ist so gut auch live, Mann. Katja ist so, so gut live. Das war ja so. Man, was ich schön finde, dass sie wirklich auch den Respekt bekommen hat mittlerweile, den sie verdient, einfach für das Standing, was sie sich aufgebaut hat und für die Qualität, die sie am Liefern ist, gerade Output nach Output nach Output. Und immer noch haben Leute gesagt, ja, aber live kriegt sie es ja nicht hin. Live ist ja nochmal eine andere Herausforderung, ist ja alles nur Effektemacherei. Und hier sieht man, dass es eben nicht so ist, dass es wirklich einfach live sich genauso gut anhört. Doch die Venues sind voll, meine Brüder schauen von oben zu. Ich schwöre, ich mache euch stolz, erzähl mir nichts von Realness, dieses Herz aus Gold. Alle meinten, dieser Hype geht vorbei. Retalk nach mein erstes Album ging direkt auf die Eins. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Hey, Freunde, die zusammen einfach alle zu sehen, macht mich einfach glücklich irgendwie. Ich glaub, das heißt, ich bin jetzt reich. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Ey, was ich auch schön finde, Luna hat wirklich am meisten Zeit bekommen jetzt hier in der Live-Session. Sie hat am meisten Spotlight bekommen. Und sie ist von den drei die kleinste Künstlerin. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist so schön, Mann. Das ist so schön. Ich meine, viele von euch kennen Luna mittlerweile auch eben wegen eben diesem einen Song Verlierer. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das zeigt doch mal, dass sie wirklich Bock hat, mit ihr zusammenzuarbeiten und sie nicht reingeholt haben und dann, hier, sag mal ein Wort und dann gehst du wieder so. Sie ist irgendwie im Mittelpunkt hier. Sie singt die Hook. Sie hat die meiste Aufmerksamkeit hier bekommen. Und das finde ich schön, das ist nicht selbstverständlich, Mann. Und ich spüre den Wind, denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Oh, das ist krass. Und ich sehe die Sonne spiegelt Poster, sich in Poster, der Jungs. Mädels, da, oh ja. Wo sie alle in die Kamera gucken, das, meine lieben Freunde, ist ein Poster. Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ey, auch diese Kleinigkeiten, die mir jetzt erst auffallen, dass das Mikrofonkabel von Katja rot ist und das Mikrofonkabel von Elif obviously schwarz ist. Es sind diese ganz Mini-Kleinigkeiten, die ich liebe. Die ich liebe. Natürlich hätten beide ein schwarzes Kabel haben können. Natürlich hätten beide ein rotes Kabel haben können, aber nein. Es wurde darauf geachtet, dass Katja ein rotes hat und Elif ein schwarzes. Ja, ich war. Und es passt sogar farblich noch perfekter zusammen. Ich weiß nicht, das könnte auch alles geplant sein, aber die Farben Rot, die man bei Katjas Haaren und bei ihrem Kabel sieht, spiegelt sich in der Jacke von Luna wieder. Und dieses blaue Benzel, was bei Elif dran ist, das müsste da auch nicht dran sein. Aber das spiegelt sich unglaublich gut in der Jacke von Luna auch wieder. Es ist so stimmig, Mann. Es ist so ein kleines Ding, so eine kleine Live-Session, aber es wurde sich Gedanken drum gemacht. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Oh, die Endnote von Elif. Leute, hey, ganz ehrlich. Also, wow. Wer das disliked, I don't get it. Das ist Kunst, das ist Talent, das ist alles, was wir wollen. Oh, Freunde, ganz kurz. By the way, falls ihr neu sein solltet und immer mal wieder Videos geguckt habt, aber nie abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Es freut mich immer sehr, mit euch neue Songs abzuchecken. Der Support in letzter Zeit ist krass. Die Kanalmitgliedschaft kommt krass gut an. Ihr könnt mich da gerne supporten, wenn ihr wollt. Ansonsten könnt ihr mich kostenlos natürlich, so gut es geht, supporten mit einem Abo und Daumen nach oben. Und ich liebe es in letzter Zeit, eure Kommentare zu lesen. Ihr seid alle viel zu zuckersüß, Mann. Deswegen schaut es an euch. Das freut mich irgendwie immer sehr. In letzter Zeit so. Keine Ahnung, ihr seid voll süß so, deswegen, keine Ahnung, würde ich einfach sagen, irgendwie, okay. Auf jeden Fall vielen Dank für den Support und lasst mir eure Meinung zu dem Song gerne in den Kommentaren da, auch zu der Live-Session. Kanntet ihr Luna schon? Wenn ja, wie fandet ihr, hat sie reingepasst? Ich fand, das hat perfekt gepasst und gerne mehr von sowas, Mann. Keine Ahnung, gerade wo wir keine Konzerte haben, wegen Corona-Moni, ist das nochmal ein bisschen mehr Boost, nochmal ein paar Live-Sachen zumindest zu haben. Ich fand's sehr gut, Freunde. Lasst mal eure Meinung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich schon morgen bei dem neuen Video. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer bitte. Wir sehen uns und ciao.